Kennt ihr diese nervigen Leute, die 24/7 irgendwelche Sonnenuntergänge posten müssen? Jetzt hätten wir nicht selber Augen im Kopf und können sie sehen? So eine bin ich. Ich gehöre dazu. Zeige ich euch, wie wir richtig einfach so einen Sonnenuntergang malen können. Und dafür könnt ihr wie immer jede Farbe benutzen, die ihr wollt. Ich habe hier erstmal mit Pink gestartet. Das habe ich sowohl oben als auch unten vom Bild aufgetragen. Das habe ich dann mit ein bisschen Weiß verblendet. Und in die Mitte dann noch ein bisschen Orange bzw. Gelb gegeben. Und zum Schluss in die Mitte noch ein bisschen dunkle Farbe. Wenn das Ganze ein bisschen getrocknet ist, nehme ich mir einfach so einen Pinsel und streuse da so ein bisschen Weiß drüber. Jetzt müsst ihr das Bild in der Mitte einmal abtrennen. Und jetzt zupfe ich mit schwarzer Farbe einfach ein bisschen auf dem Bild rum. Mit einem anderen Pinsel habe ich dann einfach immer so ein bisschen das Schwarze so runtergezogen. Jetzt habe ich da noch so einen Mond reingemalt, auch wenn es eigentlich nicht wirklich Nacht ist, aber der Mond kriegt natürlich auch eine Spiegelung im Wasser. Und jetzt ist eure Kreativität freien Lauf gelassen. Ich habe hier an den Rand noch so ein paar Gräser gemalt. Aber ihr könnt es natürlich auch komplett weglassen oder ein Boot oder einen Baum oder sowas hinmachen. Und dann sind wir auch schon fertig. Folgt mir auf jeden Fall für mehr.